kurz vorab, nicht wundern, falls ich irgendwie komisch klinge oder wenn irgendwas anders klingt als sonst. Erstens, ich habe ein neues Mikrofon. Und zweitens, ich nehme gerade mit einer neuen Software auf. Ich muss mich da noch ein bisschen rantasten, weil ich noch nicht so ganz verstehe, wie das alles hier funktioniert. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen rumrennen, mal schauen, was ich hier zu tun habe. Kann ich hier irgendwas machen? Weil, ich muss euch das zeigen, diese Mütze, die ich da auf habe, ich liebe die einfach. Davon gibt's auch, Moment, eine schwarze. Und da schwarz meine Lieblingsfarbe ist, brauche ich eine schwarze Mütze. Das habe ich mir schon vor Jahren vorgenommen, dass ich mal den Ruf hier mache. Okay. Aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Werde nebenbei ein bisschen was erzählen. Warum bin ich jetzt auf einmal wieder da? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich denkt ihr euch, was zum Fick will die hier? Verpiss dich mal wieder. Ja, das könnte ich verstehen. Ich habe mehrmals versprochen, dass ich regelmäßig Videos aufnehme. Ja, das, tut mir leid. Ja, meine einzige Ausrede ist halt echt, dass ich wirklich krasse Probleme mit dem Laptop hatte in den letzten Monaten. Immer wenn ich angefangen habe, ein Video zu schneiden oder auch aufzunehmen, Star Stable friert ein. Ich habe gefühlte 10 Mal gebraucht, bis ich endlich mal irgendwie was mit Bandicam aufnehmen konnte, wo Star Stable nicht abgeschmiert ist. Ich habe es auch mit Traps versucht, ich habe es mit allen möglichen versucht. Ja, es wollte einfach nicht werden. Habe es dann irgendwann aufgegeben. Und dann wollte ich eigentlich so machen, dass ich nur noch von Serien so Zusammenschnitte erstelle. Dann kam mir Sony Vegas in die Quere. Anscheinend nicht so der Fan davon, wenn man einen scheiß Laptop hat. Das hat mir Vegas sehr oft gezeigt. Es tut immer noch weh. Das lief alles nicht so gut und auch nicht so wie geplant. Das ist jetzt so meine Ausrede. Und irgendwo war auch ein bisschen Faulheit und Unmotiviertheit. Ich muss wirklich zugeben, bei mir ist es echt so, wenn ich Motivation habe, irgendwas zu machen, was aufnehmen oder Videos bearbeiten oder sonst was in der Richtung angeht, dann mache ich das auch. Wenn ich aber keine Motivation habe, dann mache ich das auch nicht. Dann kriege ich auch nicht so einfach wieder Motivation. Und das ist halt so mein Problem so ein bisschen, so dass ich mich nicht selbst wirklich motivieren kann. Aber ich habe jetzt einen neuen PC. Das mit der Motivation, das sollte jetzt eigentlich ein bisschen besser laufen. Also ich kann ja kurz mal zeigen, was ich hier für Grafikeinstellungen bei SSO habe. Ich meine, SSO ist jetzt nicht so das krasseste Spiel, aber ich kann es nochmal irgendwie für GTA oder so einblenden, weil bei GTA läuft es einfach auch mega flüssig. Sag mal hallo. Warte, ich muss erstmal mein Mikrofon positionieren. Du sollst einfach nur hallo sagen, Alter. Hallo. Hallo! Ich hab's abgehängt. Oh. Ja. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Du fährst sehr gut. Ich renne jetzt mal wieder zurück nach Vailedale. Ach, das kann es dauern. Naja, egal. Ich wollte ja auch noch mal zeigen. Guckt euch das mal bitte an. Ja? Okay, Grafikqualität habe ich jetzt runtergestellt. Könnt ihr aber auch hochstellen. Das ist jetzt kein Unterschied eigentlich. Schatten habe ich jetzt ausgemacht, weil mir das halt persönlich einfach nicht gefällt. Ich könnte es aber auch anmachen. Ja, also ich weiß nicht, es sieht halt realistischer aus, aber mir gefällt das einfach nicht. Ja, und das finde ich einfach nur, keine Ahnung, das macht für mich keinen großen Unterschied. Ja, was soll ich sagen? Also das hier war mit meinem Laptop mein Maximum eigentlich, so, ne? Und jetzt habe ich sowas und sowas. Und das ist einfach nur toll. Es ist einfach nur toll. Es ist einfach nur toll. Ja. Übrigens ist es einfach nur toll. Steige von deinem Pferd ab. Okay, mache ich. Ja. Jedenfalls, es läuft einfach viel besser. Ich meine, guckt euch das an. Es ist einfach flüssig. Was soll ich noch sagen? Hä? Warum bin ich dumm? Multitasken kann ich immer noch nicht. Das sieht interessant aus. Ich hole mal hier kurz meinen Pferdchen abholen, was ich ein bisschen vergessen habe. Es tut mir leid. Was ich jetzt sagen muss wegen Motivation und so und Videos und tralala und dass jetzt Neues kommt. Es wird Neues kommen, aber nicht auf diesem Kanal.
Das hier wird jetzt offiziell das allerletzte Video auf dem Kanal X Jasmine sein. Ich habe diesen Kanal wegen Star Stable gestartet. Also für mich ist es halt ein purer Star Stable YouTube-Kanal und ich bin halt kein purer Star Stable-Player mehr. Ich spiele eigentlich Star Stable kaum noch, also im Vergleich zu früher. Ich spiele momentan einfach mehr GTA, Battlefield, Dead by Daylight habe ich jetzt länger nicht gespielt, aber habe ich eine Zeit lang auch hardcore gesuchtet. Nur leider bin ich da mega schlecht drin, also wenn ich gegen einen richtig guten Killer spiele, bin ich innerhalb von 2 Sekunden tot, das sage ich euch. Auf dem neuen Kanal wird kommen Sims 4. Auf jeden Fall, das habe ich schon geplant. Das ist schon... Das steht zwar noch in den Sternen, wann ich das alles anfangen werde, aber ich bin in den Vorbereitungen. Ich werde auch schauen, dass ich vielleicht ein paar Multiplayer-Spiele reinbringen werde, wo ich vielleicht auch mit anderen zusammen zocken kann. Wo ich dann nicht so alleine die ganze Zeit bin. Ja, was wird noch kommen? Also Sims 4, Star Stable weiß ich noch nicht. Star Stable werde ich wahrscheinlich nicht in Let's Play-Form bringen, sondern wahrscheinlich eher in so Zusammenschnitten. So jetzt so genau eigentlich so das Format, so wie ich es jetzt wahrscheinlich schneiden werde. Hoffentlich denkt da Zukunft ja sie noch dran. Uncut ist zwar schön und gut, aber ich bin einfach zu verpeilt, um in einem Stück einfach was Vernünftiges zu reden, wie man jetzt schon merkt. Also was Sprechen betrifft oder angeht, da bin ich eine komplette Niete, ja. Deswegen, ich rede am besten so wenig wie möglich. Somit erziele ich so viel Qualität wie möglich. Das ist so meine Devise. Mal kurz gucken. Ich wollte mir kurz hier angucken, wie das aussieht bei dem Viech. Viech. Pferd. Ich habe Pferd gesagt. Ich habe nicht Viech gesagt. Ich habe Pferd gesagt. Oh Gott. Ich sehe schon die Hate-Kommentare. Also ich denke mal, es werden einige Spiele in dieser Zusammenschnittform kommen. Ich weiß noch nicht genau, was alles. Aber Sims 4 kommt safe. Star Stable auch safe. Einmal die Woche, zweimal die Woche mal sehen. Je nachdem, wie ich Lust habe. Was ich mir noch auf jeden Fall noch holen werde, ist Assassin's Creed Odyssey. Ach, Assassin's Creed, das ist einfach mein zweites Ich. Wenn ich könnte, würde ich einfach Ezio Auditore heiraten. Das tut mir leid, aber ja. Aber wo er noch jung war, alt sah er dann nicht mehr so gut aus. Ich weiß noch, wo ich das zum ersten Mal gezockt habe auf der Xbox. Ich glaube, ich war wochenlang beschäftigt. Ich habe nichts anderes gemacht, außer zocken. Das war schon eine interessante Zeit. Aber ja, also Assassin's Creed werde ich mir auch noch holen. Und das wird dann, denke ich mal, auch so zusammenschnittsmäßig sein. Oder Let's Play. Wenn ich mir das dann irgendwann angeschafft habe, ich muss mal schauen. So 2-3 Mal die Woche wird das dann schon kommen. Vielleicht auch öfter. Mal sehen. Je nachdem, wie ich halt Zeit habe. Ich werde auch jetzt sehr viel produzieren. Und deswegen erwartet jetzt nicht, dass ich innerhalb von der Woche mit dem neuen Kanal anfange. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ich habe mir so jetzt Ziel gesetzt, so Anfang November fest anzufangen. Und bis dahin produziere ich halt vor. Ah, ich muss mir nach Jarlaheim rennen, weil ich habe noch nicht die neue Südhofinsel gesehen. Ich habe das letzte Mal vor gut 4 Monaten gespielt. So um den Dreh. So um den Dreh war es. Und das war halt auch nicht wirklich regelmäßig. Weil es mir dann einfach schon so den Hals zugedreht hat, wo ich diese FPS-Anzahl gesehen habe und das halt alles wieder einfriert und abschmiert und das ist mir einfach auf den Piss gegangen. Aber jetzt werde ich wieder ein bisschen aktiver sein. Ich werde jetzt nicht jeden Tag unkommen. Aber ich habe hier halt auch keinen Club. Ich habe wenige Freunde und viele davon sind nicht mal auf meinem Server. Die haben schon echt viel verbessert an dem Spiel, das muss man schon sagen. Also, Star Stable ist ja jetzt 7 geworden und ich bin seit... wann habe ich denn... Also das hier ist nicht mein erster Account, ich hatte davor schon einen anderen Account. Wann habe ich denn da angefangen, Star Stable zu spielen? Ja, das muss so Ende 2012, Anfang 2013 gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so um den Dreh irgendwann habe ich angefangen, Star Stable zu spielen. Und ich muss schon sagen, also... Wenn ich mal dran zurückdenke, was es damals alles gab. Scheiße, jetzt kommt gerade die... Fuck, jetzt kommt gerade die Fähre. Und ich habe Post gekriegt. Ich weiß noch, was ein Hype das war, als der Friese rauskam. Und ich rede nicht vom neuen Friesen, ich rede vom alten Friesen. Da war ich live dabei, okay.
Das ist für mich ein historischer Moment, wenn ich daran zurückdenke. Ich fühle mich alt. Also ich bin schon erstaunt, wie sich das Spiel gemacht hat. Also ich war jetzt nicht wirklich sehr lange weg. Also 3-4 Monate waren es, glaube ich. Und das ist eigentlich noch okay. Und in den paar Monaten hat sich einiges geändert. Und ich denke mir nur, Hut ab, SSO. Warte, ist das hier die Südhof? Ja, oder? Was ist hier für Südhof? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ne? Ja, doch. Mein Gott, wie geil ist das denn hier? WTF? Alter! Okay, also hier werden demnächst auch ein paar Videos kommen. Das verspreche ich euch jetzt schon mal. Rennt irgendjemand mit seinem Morgan rum? Und mit dem, ist das das Welsh Pony? Nee. Irgendein Pony war das. Keine Ahnung. Ich komme mit den ganzen Rassen jetzt auch nicht mehr hinterher. So, ich gucke jetzt nochmal kurz, was das für eine Rotze hier ist. Was das soll. Ja, das war mir so klar. Was ist denn das jetzt? Hallo? Gnade. So. Was ist das jetzt? Nee, das war nicht das Richtige, oder? Doch. Ach, keine Ahnung. So sah ich vorher, glaube ich, nicht aus. Egal. Ist mir egal. Falls ihr bis hierhin gekommen seid, dann schreibt mir doch mal echt einen Kommentar unter dieses Video, was ihr euch vom neuen Kanal erhofft. Und welches euer Lieblingsort in SSO ist. Also ob das jetzt Moorland ist und ob das da der Stall ist oder ob das da bei dem Schmied ist oder ob das hier irgendwo in Epona ist, New Hillcrest oder sonst was. Und warum und ob ihr damit irgendwas verbindet mit dem Ort. Was wollte ich jetzt? Ich wollte beenden. Oh, scheiße. Tut mir echt den Gefallen, checkt den neuen Kanal aus. Es wird mir echt eine Freude machen, weil ich da echt richtig Bock drauf habe. Ich werde langsam anfangen, aber ich sag euch, ich habe da echt geile Dinge geplant. Also lasst euch überraschen. Wenn ich euch jetzt irgendwie neugierig gemacht habe, dann geht echt den Kanal auschecken.